Heute zeige ich euch, wie man beim Raid Alert im Streamerbot automatisch einen Shoutout für den, der euch geradet hat, gleich rausgeben kann, falls ihr mal keinen Moderator zur Hand habt, der euch diesen Shoutout definieren kann. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich habe das Ganze bei mir auch tatsächlich eingebaut. Ab 5 Zuschauern, die rübergekommen sind, gibt es einen Shoutout für den jeweiligen, der geradet hat. Und das Ganze automatisch, ohne Moderator, das Ganze im Streamerbot, mega easy, also viel Spaß mit dem Video. So Leute, wir sind jetzt hier im Streamerbot und wir setzen jetzt mal einen automatischen Shoutout an. Und zwar folgendermaßen. Habt ihr noch keinen Alert für den Raid, dann solltet ihr erstmal das Video angucken, was ich schon gemacht habe zum Thema Alert mit Animationen, allem drum und dran, damit ihr natürlich auch was Schönes habt, was man auch sehen kann, was visuell ist. Und habt ihr das gemacht, setzen wir noch einen drauf. Wenn ihr also die Aktionen habt, dann müssen wir noch ein paar Sachen berücksichtigen. Ich baue jetzt hier erstmal eine neue Aktion. Da geht es jetzt wirklich nur um den Shoutout per se. Mit der rechten Maustaste setzen wir hier einmal kurz an, sagen Add, sage ich von mir aus Raid Test. Ja, weil ich habe ja schon ein paar Raid-Alerts, nenne die Gruppe Alert, falls ihr das auch schon getan habt und sagt okay. Unter den Sub-Actions werden wir jetzt Folgendes tun. Wir gehen jetzt mit der rechten Maustaste rein, gehen hier unten auf Twitch, gehen hier auf User, gehen auf Get User Info vom Target und gehen hier auf User. Weil wir wollen natürlich den User, der uns geradet hat, dann in ein Shoutout verpacken. So, jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt hier diesen User definieren. Ganz easy, indem wir sagen, rechte Maustaste, gehen hier wieder auf Twitch, gehen hier auf Chat, gehen auf Send Message to Channel. Und jetzt müsst ihr einfach nur Folgendes tun. Ihr tippt jetzt einfach die Twitch-URL ein. https://twitch.tv/. Und jetzt muss der User da reinkommen. Und das macht er mit einer Variable. Also setzen wir jetzt einmal Prozent an. Sagen Target, User, User groß geschrieben und wieder Prozent. Und jetzt wird hier immer der, der geradet hat, mit eingebunden. Automatisch wird der Shoutout gesetzt auf diese URL. Ihr könnt natürlich noch einen schönen Text davor machen. Danke für deinen Raid. Und dann könnt ihr nochmal Target User nehmen. Target User. Schaut gerne auf bla 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 vorbei. So, dann habt ihr nämlich ein bisschen Text auch noch gleich da drin und sagt okay. Habt ihr das Ganze gemacht? Müssen wir noch eine Sache berücksichtigen. In den Plattformen solltet ihr natürlich unter Raid auch diese Aktion ausgewählt haben. Ich habe jetzt hier eine Range von 6 bis 10.000. Ich lösche die mal ganz kurz. Und hier unten könnt ihr Add New Range eingeben, weil es ist wichtig, dass ihr nicht irgendwie random automatisierte Shoutouts vergibt an Leute, die euch nur eine Person rüber raiden. Weil manchmal ist es nämlich so, die eine Person ist da gewesen und eine hat wirklich gestreamt. Aber die Alternative sieht so aus, du bist einfach ein User, hast einfach in den Chat eingetippt Raid und raidest mit dir selber und dann gibt es viele, viele Trolle. Also ich würde es nicht direkt, also meine persönliche Empfehlung, nicht direkt bei 1 machen, sondern vielleicht ab 2 beginnt. Ich mache das Ganze hier ab 6 und sage auf Add und dann wähle ich hier oben meinen Alert aus. Ne? Wie gesagt, unter der Prämisse, dass ihr natürlich den Alert schon gebaut habt, gehe ich jetzt hier einfach mal unter Raid Test, tippe den hier ein und speichere. Und jetzt habt ihr hier meinen Chat auf der anderen Seite und sobald ich hier auf Testen drücke, kommt jetzt hier Random User, zack, und schon ist der Shoutout drin und der Random User RLD, was weiß ich wer, weiß der Kuckuck. Aber ihr seht, der Shoutout ist sofort da und ihr könnt sofort auf den Link hier auch klicken und dementsprechend auf den anderen Kanal gehen. Easy peasy, Leute. Also super, super einfach. Einfacher geht's gar nicht. So spart ihr euch in dem Moment den Moderator und der jeweilige, der geradet hat, kriegt einen Shoutout. Eine Sache noch, Leute, falls ihr die Range eingetragen habt von 6 bis 100.000 oder weiß der Kuckuck wo und ihr habt das eingebunden, bitte noch einen normalen Raid Alert bauen ohne diesen Text, damit ihr auch immer eine Danksagung habt im Chat. Ich denke mal, das ist ganz gut und die Leute mögen das, wenn der Chat auch dankt, sprich, wenn euer Bot es dem auch dankt und ihr es natürlich auch macht. Und falls euch das Video gefallen hat und ihr noch weitere Ideen habt, dann solltet ihr das gerne in die Kommentare schreiben und ein Like da lassen. Denn die Ideen nehme ich, greife ich mir auf und setze sie wieder in ein Video um, damit ihr was davon habt. Weil vielleicht habt ihr das eine oder andere, wo ihr nicht weiterkommt im Streamerbot oder ihr habt eine Idee und ihr wisst nicht, wie ihr es umsetzen sollt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Das freut mich tierisch und ich habe wieder Content. Ganz easy. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, nochmal Like da lassen, abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr kein weiteres Video mehr verpasst. Oder kommt einfach auf Twitch vor bei twitch.tv/fanti_. Dort, wenn ich live bin, könnt ihr auch Fragen stellen zu allen möglichen Sachen zum Thema Streamerbot oder Design. Und dann werden wir das Ganze eventuell schon im Twitch-Stream gleich umsetzen, damit eure Probleme schnell gelöst sind. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.